Hallo liebe Zocker, liebe Zockerinnen und herzlich willkommen zu Demolish and Build 2018. Ob das ein würdiger Nachfolger ist von unserem bekannten Construction Simulator 2015, der bisher ja nicht wirklich erreicht worden ist, und auch Demolish and Build 2017 kam dementsprechend nicht näher. Wir werden uns überraschen lassen, aber hier werden wir erstmal statt aufbauen gleich demolieren. Und vielleicht später aufbauen, das werden wir alles sehen. Ich habe das Spiel jetzt für ein paar Minuten kurz angespielt, die Einstellungen eingesetzt. Ansonsten mache ich das mit euch jetzt gemeinsam. Wir schauen uns zunächst die Optionen an. Und gehen dann mal in die Grafikeinstellungen. Ja, was das jetzt ist, ist natürlich lustig. Genau, wir spielen mit 46x480. Sieht eigentlich überhaupt nicht so nach dem Motto aus, ne? Aber es läuft auf jeden Fall auf Fenstermodus, aufgrund des Multi-Monitoring-Setting, habe ich ja schon öfters erklärt. Ansonsten, die Grafikdetails sind alle auf Ultra, Spieleinstellungen klar, wir spielen das Ganze auf deutscher Basis, also ne, Sprache ist Deutsch, Englisch wäre noch zur Auswahl und da sind noch ein paar mehr, okay. Also Englisch, Deutsch, ES, Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Türkisch, CZH. Tschechisch? Glaube ich zwar nicht, aber gut. Könnt ihr gerne nochmal in die Videobeschreibung sagen. So, okay, also wir spielen es auf jeden Fall auf Deutsch. Minikarte mit Kamera soll sich drehen. Das ist alles okay soweit. Wir werden primär mal mit Gamepad spielen, wenn wir die Fahrzeuge bewegen. Wenn wir laufen, habe ich gedacht, nehmen wir die Maus und Tastatur. Ist, glaube ich, ein schöneres Handling. Audio. Da habe ich erstmal so ein bisschen Feinjustierung vorgenommen. Ich hoffe, das ist einigermaßen erträglich. Ansonsten werde ich das bei der nächsten Folge mal ändern. Beziehungsweise bei der nächsten Aufnahmeseason. Und dann würde ich sagen, das war's ja schon. Ne? Credits ist klar. Dann schließen wir das Ganze. Das Ganze können wir im Multiplayer spielen. Und zwar in einem Koop-Multiplayer. Ich glaube, dazu müssen wir jetzt irgendwas machen. Und hier gibt es sogar noch Leute, die schon das Spiel spielen. Auch nicht schlecht. Cool. Also wir können ja auch einen eigenen Server hosten in dem Sinne. Also praktisch direkt über euren PC. Aber das wollen wir jetzt alles gar nicht. Wir wollen jetzt erstmal in den Singleplayer. Und wollen uns unsere erste Aufgabe abholen. Und ich wünsche euch viel Spaß und ungeschminkte Unterhaltung. Und vielleicht der eine oder andere hat es mitbekommen. Auf Punky Let's Zock. Also auf unserem Main-Kanal werden wir jetzt simulatorenlastiger, beziehungsweise dort ist unser Platz für Simulatoren-Livestream-Events. Auch von anderen Spielen werden wir da Events machen. Natürlich auch werden wir dort immer wieder mal Reviews-Previews veröffentlichen. Aber mehr dazu vielleicht nochmal in einem späteren Video. Jetzt wollen wir uns hier wirklich um das Spiel bemühen und kümmern. Und deswegen bist du da? Das hat aber lange gedauert. Unseren Kunden so zu warten zu lassen, ist nicht gerade gut fürs Geschäft. Ja, beruhigen Sie dich. Du fängst lieber sofort mit der Arbeit an. Ich brauche dich nicht, wenn du träge vor dich hin irrst während der Arbeit. Ja, ist ja gut. Weißt du nicht, wie man einen Auftrag annimmt? Versuch es mal mit dem Abrissschild neben dir. Ich weiß immer noch nicht, wieso ich dich bezahle. Mach dich an die Arbeit. Oha, da ist aber jemand ganz schön komisch drauf. Gut, okay. Wir sollen also hier an das Abrissschild gehen und dann sagen wir mal, jupp, wir wollen den Auftrag annehmen. Das war unsere Aktionstaste F und dann gehen wir mal hier rein. Und dann sehen wir hier rechts schon, was wir machen sollen. Stühle in den Container stellen. Ja, das sollten wir hinkriegen. Wieder mit F aufnehmen. Ich mache das Ganze jetzt erstmal vordergründig so ein bisschen als Tutorial. Und dann passt das. So, ja, ich bin echt gespannt auf das Spiel, also, hoppala, hier ist nicht der Container. So, den da rein. Weil gerade der Baufaktor, der würde mich dann natürlich wirklich interessieren und reizen. Aber demolieren, ist bestimmt auch nicht schlecht. So, da sollte nur noch ein Stuhl irgendwo rumstehen. Muss mal gucken, wo der steht. Hier steht er nicht. Okay.
Ah, nehmen wir den hier. Also hieraus soll er mal ein Restaurant werden. Na, ich bin gespannt drauf. So. Und ich bin auch gespannt, ob wir das selber aufbauen oder ob wir das nicht machen dürfen. Ob dafür wieder eine andere Firma bestellt wird. Wir sind noch die besseren. So, elektrische Leitungen abreißen. Damit wir jetzt wissen, wo die elektrischen Leitungen sind, können wir nicht F drücken, sondern Eva Werkzeug wechseln. Ich muss mal kurz was gucken. Ah, genau, mit R. Mit R wird uns angezeigt, was wir jetzt als nächstes wegnehmen können. So, zack. Zack. Und dann sollten hier noch irgendwo Leitungen sein. Nehmen wir hier. Und ich würde sagen, hier hinten. So, Auftrag Abriss. Innenwände abreißen und Löwenstatue auf dem Dach abreißen. Ja, dann machen wir noch mal Folgendes. Das sind ja eh erst hier, dann nehmen wir jetzt mal die Innenwand. Werkzeug wechseln. Und dann halten wir einfach die linke Maustaste gedrückt und dann geht es hier schon rund. Krass wäre es, wenn man jetzt auch noch verkehrte Sachen abreißen könnte. Aber ich glaube, das so fortschrittlich ist das Spiel dann doch nicht. Gut, dass es keine tragende Wand war. Sonst hätten wir jetzt echt ein Problem gehabt. So, die Wand ist weg. Da ist die nächste Wand, die abgerissen werden soll. Machen wir doch. Wir reißen alles ab. Wir zerklopfen alles. Ja, ich hoffe, euch gefällt das neue Kanalkonzept. Es war leider notwendig, auf mehrere Kanäle auszuweichen, Kanäle auszuweichen. Aufgrund der Tatsache, dass dieser YouTube-Algorithmus echt manchmal ziemlich bedeppert ist. Und naja, sagen wir mal so, somit ist es für uns auch ein bisschen gewährleistet, dass ihr wisst, oh ja, auf dem Kanal kann ich das erleben, den mag ich gerne gucken, den abonniere ich. Und dann werdet ihr nicht mit anderen Sachen gequält, in Anführungszeichen, wobei es ist ja auch kein gequält, sondern es sind einfach mal auch Experimente, die man selber macht. Dennoch würde ich mich freuen, wenn ihr auch ab und zu auf den anderen Kanälen vorbeischaut. Und auch da entsprechend ja, mir zeigt, dass euch der Content gefällt. Weil, sind wir ehrlich, ohne euch macht das Ganze nur halb so viel Spaß. So, okay. Wir reißen das hier weiter ab. So, 89 von 89 haben wir geschafft. Das heißt, wir sollen jetzt aufs Dach klettern. Das machen wir. So, bitte. Einmal nach oben. Gibt auch so eine kleine Vorgeschichte, warum ich jetzt mich gerade für dieses Spiel entschieden habe. Ich hatte gestern mal so im Multiplayer mit HerrToni.de, den kennt ihr ja vielleicht aus unseren 7 Day to Die Folgen oder aus TTT mit, hatten wir ein bisschen Construction Simulator 2015 gespielt. Und ja, was soll ich sagen, die Kamera ist halt wirklich eine interessante Steuerung, ne? Du musst den linken Button halten sozusagen, um dann praktisch beim Joystick mit dem rechten Button sozusagen dich drehen zu können. Das ja, hat zu einigen Ungemach geführt und da ist das zumindest von der Steuerung zumindest innovativer. So, alle Aufgaben wurden erledigt, drücke Enter, um abzuschließen. Gut, machen wir. Wir wandeln dieses alte Casino in ein Restaurant um. Bevor wir aber beginnen können, müssen einige Wände abgerissen werden. Entferne bitte auch die Glücksspielgeräte. Alles klar. Dann geht's da jetzt also weiter. Aber zumindest kommt schon mal ein bisschen Geld in unsere Kasse.
Ein angehender Anruf. Ich habe gerade einen Anruf von einem Kunden erhalten. Er sagt, du hättest seine unschätzbaren Löwenstatuen kaputt gemacht. Was meinst du damit, dass das Teil des Auftrags war? Der Kunde hat immer recht. Vergiss dein Honorar. Ich habe genug. Du bist gefeuert. Lass dich nicht wieder blicken. Eine Gruppe dressierter Seelöwen würde das besser hinbekommen. Alles klar. Okay, was ist jetzt passiert? Jetzt sind wir gefeuert. Nicht schlecht. Eingehender Anruf. Hey, ich habe gehört, der Chef hätte dich gefeuert. Mach dir keine Sorgen. Ich habe auch gekündigt. Der Typ zahlt schlecht und stinkt dabei wie ein obdachloser Affe. Okay. Was denkst du darüber, wenn wir unser eigenes Unternehmen gründen? Ich meine mit eigenen Maschinen und Werkzeugen. Ich habe ein wenig Geld auf dein Konto überwiesen und eine nette Immobilie zum Verkauf auf deinem GPS markiert. Geh dorthin und kaufe das Gebäude. Es sollte sich perfekt für unser Unternehmen eignen. Hätte ich beinahe vergessen, such nach einem Parkplatz, wo vor Ort. Was such nach einem Parkplatz vor Ort, wo du den Pickup abstellen kannst, so musst du nicht überall zu Fuß hin. Ah, ja, das macht Sinn. So, okay, wo ist hier unser Auto? Auto, 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 Auto. Was ist hier? Drücke Enter, um einen Hinweis. Nutze die Parkplatzzeichen, um Fahrzeuge zu dir zu transportieren. Du kannst sie auch benutzen, wenn Fahrzeuge feststecken. Okay. Aufträge sind eine gute Einkommensquelle. Unter Aufträge kannst du verfügbare Aufträge einsehen. Um einen Auftrag anzunehmen, musst du das Schild oder den Kunden wählen. Du kannst Geld in Grundstücke investieren, dafür musst du eine Reihe an Aufgaben bewältigen, um Einkünfte aus ihnen zu erzielen. Nutze die Arbeitssinne standardmäßig R, um Objekte mit Aufgaben hervorzuheben. Sie zeigen dir auch an, welche Teile des Gebäudes am meisten beschädigt sind. Okay, danke für diese Information. So, okay, dann ja, hätten wir hier nochmal das Schildchen. Nutzen wir doch mal. Ja, genau, wir hauen es erstmal kaputt. Nee, das nicht. Wir wollen unseren Pickup hier hinstellen lassen. So, wo ist er denn? Ach, hier hinten. Alles klar. So, dann steigen wir mal ein und jetzt schwenken wir um auf die Controllersteuerung. So, dann wollen wir mal losfahren. So, wir haben unser Büro entdeckt. Wir steigen mal wieder aus. Hier ist das nächste Fragezeichen. Ich weiß nicht, gibt es da hier die gleichen Informationen? Du kannst Geld, dafür musst du eine Aufgabe erzielen. Ja, also das ist immer das gleiche, die Information. Alles klar. Dann gehen wir mal in das Schild. Du musst dein Büro aufstellen, um mit der Arbeit zu beginnen. Kaufpreis 100. 1000. Aber habe ich denn 100.000? Möchtest du dieses Grundstück erwerben? Ja. So. Keine Materialien benötigt, Bretter von den Fenstern und Türen entfernen, Ruine abreißen. Dein Büro, alles klar. Dann wollen wir mal den Auftrag annehmen. Grundstückerschließung. So, okay. Also, wieder abreißen heißt es. Dann fangen wir mal an, ne?
Okay. So, weiter gucken. Müssen wir bestimmt ins Gebäude hineingehen. Das ist auch cool. Du kannst ja wirklich komplett in die. Oh, ich glaube, es ist von der verkehrten Seite. Nicht Fenster kaputt schlägen. So, gucken. Da ist nichts mehr. Ah, da oben, alles klar. Da können wir hier die Leiter nutzen. Und jetzt sollen wir die Ruine abreißen. Ich nehme an, da drüben, die ist gemeint. Vorsicht, ich hoffe, wir haben unseren Bauhelm auf. Ui! Das läuft ganz gut, muss ich sagen. So, okay. Hier steht noch ein bisschen was. So, alle Aufgaben wurden erledigt. Sehr schön. Den Auftrag können wir abschließen. Und bevor es weitergeht, würde ich sagen, machen wir hier einen kleinen Cut. Wir haben Stufe 1 erreicht. Das ist super. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne einen Kommentar, einen Daumen nach oben. Wenn ihr mögt und nichts verpassen wollt, empfehle ich euch, hinterlasst gerne ein Abo, aktiviert das Glöckchen. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute. Euer Punky vom Team Punky Let's Talk. Bye bye.